Das ist doch mal wieder kaum zu fassen. Kurz vor den Landtagswahlen macht Edeka noch einmal so richtig Stimmung gegen die AfD. Auch in ihrem Werbespot begründen sie ihre Stimmungsmache damit, dass es mit der AfD keine Vielfalt gäbe und behauptet scheinbar, mit der AfD würden die Regale leer bleiben. Eine Darstellung, die kaum einer so recht versteht. Was auch noch interessant ist, Edeka selbst hat angegeben, Probleme mit ausländischen Gruppen zu haben, die im Supermarkt Ware stehlen. Wahnsinn, wird diese Edeka-Kampagne zum größten Eigentor des Jahres 2024? November 1933, Deutscher Reichshandelstag in Braunschweig. Knapp ein Jahr sind die Nationalsozialisten an der Macht und Edeka hat sich bereits willig eingereiht. Der Vorstand hat seinen Mitgliedern geraten, sich den nationalsozialistischen Kampfbünden anzuschließen. Nein, doch. Edeka verspricht sich vom Hitler-Regime, dass die Konkurrenz ausgeschaltet wird. In der Verbandszeitung wird Werbung für die Nationalsozialisten gemacht und die eigene Gleichschaltung unter dem Hakenkreuz zelebriert. An die Spitze ihres Verbands wählen die Edeka-Kaufleute einen Parteigenossen der ersten Stunde, Fritz Lösch. Die Nationalsozialisten im April 1933 zum Boykott jüdischer Geschäfte aufrufen, erhalten sie Schützenhilfe von Edeka. In der Verbandszeitung steht: Die Berichte über den Boykott seien nichts als Gräuelpropaganda. Hinter der Propagandaaktion steht ein aufstrebender junger Direktor, Paul König, Mitglied der SA und Fördermitglied der SS. Seine Strategie, sich an die Nationalsozialisten anzubiedern, geht auf. Ende der 30er Jahre ist Edeka die Konkurrenz jüdischer Geschäfte und Warenhäuser los. Ein Artikel läuft in den Edeka-Läden besonders gut, der Arierpass, wahlweise kartoniert oder in Leder. Als Edeka 1939 den Verbandstag in Wien feiert, ist die Einkaufsgenossenschaft so stark wie nie zuvor. 45.000 Kaufleute gehören der Organisation an. Edeka, mein Lieblingssupermarkt. Hat in einem Werbespot geheime Nazi-Codes verwendet. Für Reklame. Das internationale Internet berichtet das. Edeka. Und allen ausgerechnet Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Das ist der schlimmste Slogan aller Zeiten. Bitte. Geht es sofort alle zur Tankstelle einkaufen. Und holen Sie mir Toffifee. Mein Führer, Toffifee gibt's zurzeit nur bei Edeka. Was soll das heißen? Die sind super lecker, die müssen zur Verfügung stehen.